Als Freund Europas hat man die Aufgabe, besonders kritisch zu sein. Hier geht es um die Zukunft unserer jungen Leute. Es ist das Projekt der Zukunft. Es ist das Projekt der Jugend. Ich glaube, für jedes Unternehmen, aber auch für jede Privatperson ist die Zukunft ein Schlüsselwort. Die Zukunft liegt aber in den Händen der jungen Leute. Wir brauchen junge Leute, um neue Produkte in der deutschen Staatsoberei voranzubringen. Deshalb komme ich zu dieser Veranstaltung, weil hier die jungen Menschen sehen, die sich interessieren. Ich glaube, Startups sind für Österreich enorm wichtig. Das ist die Zukunft dieses Landes, wo keine neuen Unternehmen entstehen. Dort kann es auch keine Innovation, dort kann es keine Arbeitsplätze geben. Und ich denke, Österreich ist gut beraten, junge Unternehmen zu fördern, Unternehmer zu fördern und die Startup-Szene zu fördern im Besonderen. Alles zusammen braucht eines, engagierte Menschen, die keine Angst vor sozusagen komplizierter Technik haben, die mit einem offenen Mut an die Problemstellung herangehen. Ich finde, es ist unheimlich wichtig, den jungen Leuten von heute einfach Tipps zu geben und zu sagen, ich hab's keine Furcht, macht's einfach, tut's einfach. Wir haben auch alle klein angefangen. Fürchtet euch nicht, sondern es ist wichtig, sich weiterzuentwickeln, offen zu bleiben, neugierig zu bleiben und immer zu lernen.